hat sich abgezeichnet. Mark Terenzi plaudert über Band aus. Mark Terenzi, 44, redet Klartext. Am Montag wurde bekannt, dass der Sänger aus seiner Band Team 55 geflogen ist. Er hatte sich wohl mehrere Fehltritte geleistet und soll unter anderem Proben sowie gar einen Auftritt geschwänzt haben. Außerdem sei er angeblich mit einem blauen Auge bei einem Fotoshooting aufgetaucht. Der Musiker hatte sich selbst bislang noch nicht direkt dazu geäußert. Nun meldet sich Mark aber endlich mit Details. Ich bin definitiv nicht perfekt. Aber, dass ich aus der Band ausscheide, das hat sich abgezeichnet, erzählte der Verlobte von Verena Kehrt, 41, in einem Interview mit RTL. Zudem betonte er, dass er in der Vergangenheit Solo-Auftritte zugunsten der Band abgesagt und bewusst zurückgesteckt habe. Jetzt will ich wieder alleine Musik machen und meine eigenen Lieder performen, ist sich Mark sicher. Zuvor hatte sich neben dem Manager von Team 55 auch das Mitglied Joel de Tombe zu der Sache geäußert. Sein Lebensstil, seine Abhängigkeiten und sein fahrlässiges Handeln haben uns immer viel Kraft und Nerven gekostet, gab der 42-jährige preis. Dinner Date? Was geht bei Kate Merlan und Gustav Masurek? Läuft da was zwischen Kate Merlan, 36, und Gustav Masurek, 33? Die beiden Reality-TV-Stars sind momentan bei Prominent getrennt zu sehen. Dort müssen sie mit ihren Ex-Partnern gegen die anderen Teams antreten. Vor kurzem machten dann Gerüchte die Runde, dass Kate wieder vergeben ist. Erst vermuteten Fans, dass sie wieder mit ihrem Ex Jakob, 27, zusammen ist. Einige spekulierten aber auch, dass sie womöglich mit Gustav anbandeln könnte. Nun wurden Kate und Gustav tatsächlich bei einem Date gesichtet. Ein aufmerksamer Promi-Flash-Leser sah die zwei bei einem romantischen Dinner in einem Restaurant. Auf der Aufnahme sitzen die beiden TV-Gesichter sich gegenüber, während Kate den 33-Jährigen verliebt anlächelt. Nach einem freundschaftlichen Treffen sieht das nicht unbedingt aus. Ob Kate und Gustav sich womöglich tatsächlich ineinander verguckt haben? Jakob hatte vor wenigen Wochen klargestellt, dass er und Kate momentan kein Paar sind. Nach einem endgültigen Liebesaus klang das damals aber nicht, er hatte nämlich auch erzählt, dass er und die 36-Jährige eine Paartherapie machen würden.